Hallo und ganz herzlich willkommen zu Talk 56 am Sonntag. Und ich bin heute nicht alleine im Studio. Ich freue mich riesig. Pascal Wiebroth ist heute bei mir. Er ist kein geringerer als der Goalie, also der Torwart der Saison der Baller League. Und Baller League, das haben wir wahrscheinlich alle mitbekommen, ist ein Begriff. Ich war sogar selbst viermal da, hatte das Glück, euch zuzuschauen vor Ort. Wie fühlt sich das erstmal an? Glückwunsch zu dem Titel. Ja, danke, danke erstmal. Danke, dass ich hier sein darf. Und unglaubliches Gefühl. Also sowohl erstmal die Vergabe mit dem Titel als auch das Ganze drumherum da. Also man kommt dahin, man fühlt sich wohl, man fühlt sich auch auf eine Art heimisch. Einfach, wenn man dahin kommt, man kennt es für früher, Bolzplatz-Atmosphäre. Egal wer da irgendwo steht, ob es ein Mats Hummels, ein Kevin Prince Boateng oder Lukas Podolski ist, die einfach Weltmeister, Champions League-Spieler sind, wo man in der Kindheit auch hochgesehen hat, dann da mit denen zu stehen, einfach mal zu schnacken. Das ist eine super Atmosphäre, keine Star-Allüren, also es macht einfach mega Bock. Ja, das kann ich alles bestätigen. Das war eine wahnsinnige Atmosphäre. Vermisst du es jetzt schon so ein bisschen? Oh, vermissen ist schwer gesagt. Man realisiert das erst so ein bisschen später, wenn man am Montag doch nicht nach Köln fahren muss. Aber man ist mit den Jungs in Kontakt, also mit jeglichen Jungs, die man da kennengelernt hat, schreibt man über Instagram, über WhatsApp, man hat die WhatsApp-Gruppen alle zusammen und da gibt es auch viel Trash-Talk bei, aber im Großen und Ganzen denkt man sich schon, oh, man hätte doch nochmal Bock dahin zu fahren. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, da mitzumachen? Es gab ja ein Bewerbungsverfahren, sage ich jetzt einfach mal. Erzähl doch mal, wie das bei dir ablief. Bei mir war es recht zufällig, dass ich da reingerutscht bin. Also ich bin durch TikTok geswiped und kam so eine Werbeanzeige von Xing, weil die ja der Hauptsponsor sind. Und dann hier mit so einer Aussage, zweite Chance, wäre mein Knie nicht, wäre ich Profifußballer gewesen, etc. Und dadurch habe ich mich dann einfach beworben. Auf gut Glück musste meine Personaldaten einpflegen, Transfermarktprofil, einfach so die bisherigen Erfolge in der eigenen Karriere. Und eine gute Woche, zwei später habe ich dann eine Mail bekommen von der Baller League. Ja, du bist zum Scouting eingeladen worden. Das war dann in der Kickerbase in Köln von Poldi. Mhm. Und da gab es dann verschiedene Stationen, sei es für Torhüter jetzt speziell Sprungkraft, Weitsprung, Torwarttraining, Spielform natürlich und Torschuss. Und dann, je nach den Kriterien bist du ausgelost worden. Sehr gut, also hast du auf jeden Fall gut performt. Ja, also ich habe ein 5-Sterne-Rating bekommen, habe ich gesagt bekommen davor, was dann auch gestimmt hat. Und das war das Höchste, was man da rausholen konnte. Da konnte ich schon ein bisschen stolz sein. Ja, und dann bist du bei den Potatoes gelandet. Das sind sehr, sehr erfolgreiche Streamer. Mein Sohn ist riesiger Fan. Holzi und Spidey, ich kenne sie jetzt mittlerweile auch. Genau, die beiden. Wie war die Zusammenarbeit mit denen und warst du glücklich, da gelandet zu sein? Ja, also ich war glücklich, überhaupt genommen geworden zu sein. Das habe ich von vornherein gesagt. Ich sage, natürlich guckt man, liebäugelt man, oh, da vielleicht. Aber im Großen und Ganzen hat man dann gesagt, ey, ich bin froh, überhaupt dabei zu sein und ein Teil des Ganzen zu sein, gerade in der ersten Saison. Und Holzi und Spidey, auch unser Trainer Dennis Ox, super Typen. Mhm. Also immer Stimmung in der Kabine. Ich weiß nicht, ob dein Sohn die Spieltag-Vlogs mal geguckt hat. Mhm. Da sieht man ja, wie das also in der Kabine dann ist. Und da ist jetzt nicht hier, viel da, viel wie Pep Guardiola oder so. Da ist einfach, Jungs, komm, habt Spaß. Das und das kann ich euch mit auf den Weg geben. Aber im Großen und Ganzen ist eher mehr, macht euer Ding. Wir machen das alle zusammen. Das klingt doch gut. Das heißt, die Vorbereitung, du hast es eben schon mal so ein bisschen auch gesagt, lief auch viel über WhatsApp. WhatsApp-Gruppen hattet ihr alle, das habe ich auch von Golden 11 mit Chris Kramer und so weiter gehört. Das war bei euch dann auch so, denn eigentliche Trainings gemeinsam gab es ja nicht. Ihr seid dann montags dahin und dann ging es quasi schon los, oder? Genau. Also einige Mannschaften haben trainiert, dass denen das angeboten worden ist. Zum Beispiel den Dustin Sahnen, mit dem ich auch zusammen bei Cosmos gespielt habe. Der ist bei Contra K und Felix Lobrecht gewesen. Die haben mal sonntags oder auch montags früh mal trainiert. Okay. Je nachdem, wie es halt für jeden Spieler möglich war. So, das wurde uns auch angeboten, nur ging das bei vielen nicht aufgrund des Spieltages. Der eine musste dann sonntags vielleicht mal arbeiten, der eine selbstständig. Und dann kristallisiert sich das so heraus, dass man gesagt hat, okay, wir führen es einfach weiter, wir treffen uns montags da und treffen uns dann zum Spielen. Und ja, das hat ja ganz gut geklappt. Ihr seid am Ende auf Platz 8. Das ist ein solides Ergebnis gelandet. Du, wie gesagt, mit deinem persönlichen Highlight Goalie of the Season. Bist du zufrieden rückblickend? Mit meiner persönlichen Leistung ja. Ich habe den Award bekommen, aber auch mit so einem kleinen Liebäugeln. Ich hätte, glaube ich, mehr rausholen können. Einfach, ich denke mal jetzt nicht auf Sicht auf der Gegentore, sondern von meinem eigenen Spielstil her in ein, zwei Spielen. Fand ich persönlich, konnte ich nicht das Maximum aus mir rausholen. Woran es lag,
weiß man nicht, vielleicht nicht gut geschlafen den Tag, vielleicht war die Fahrt doch zu lang, weiß man nicht. Also da sage ich für mich persönlich, da habe ich einen höheren Anspruch, noch einen größeren Ehrgeiz. Mit der Platzierung, also wenn man unser Spiel, unseren Spielstil gesehen hat, war ja eklig. Wir sind immer in die Zweikämpfe geknallt, haben es den Gegner möglichst versucht schwer zu machen. Und daraus resultieren, sage ich, es wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn wir nicht diese zwei Spiele gehabt hätten gegen Gönnergy und gegen Calcio war das, wo wir auch nicht mal ein Tor geschossen haben. Da haben wir 7-0 und 4-0, wenn ich das so sagen kann, auf die Schnauze bekommen und sehr viel Lehrgeld bezahlt mit den einfachen Fehlern, dass die bestraft werden auf dem kleinen Feld. Und ich sage, wenn wir da eine etwas bessere Konstante entwickelt hätten, wären wir, glaube ich, ein guter Kandidat fürs Final Four gewesen. Mhm. Ja, also ich muss sagen, du bist mir auf jeden Fall ins Auge gefallen. Du hast eine wahnsinnig tolle Leistung gebracht da. Danke. Und du hast eben auch schon gesagt, natürlich, man trifft dort Weltstars. Man trifft Weltmeister, Mats Hummels, Lukas Podolski, Chris Kramer und so weiter. Aber auch ja, Alisha Lehmann, also wirklich Menschen, die man sonst nur auf Insta beispielsweise oder im Fernsehen sieht. Das ist eine tolle Atmosphäre. Gab es für dich jemanden, ja, auf den du dich besonders gefreut hast? Es gab ja auch diese sogenannten Joker-Kandidaten, die dann jede Woche gewonnen werden konnten. Hast du da ein persönliches Erlebnis, Highlight? Ja, als Bremer Jung, Aaron Hunt. Mhm. Als Bremer Jung hat man damals aufgesehen zu den Leuten und war ein Fan, ist ins Stadion gegangen, hat die bejubelt, die Namen geschrieben, wenn sie ein Tor geschossen haben. Das war schon so ein kleines Highlight für mich. So, aber ich bin jetzt auch einer, der da nicht wie wild rumspringt oder so. Ich nehme das ganz locker, ich sage den Leuten Tag, red mit denen vernünftig und dann bleibt mir das eher in Erinnerung, als wie ich jetzt sage, oh, ich hüpfe da voll rum, ich muss jetzt unbedingt darum kämpfen, dass ich ein Foto machen kann. Mhm. Ich habe lieber die Erinnerung für mich, ey, ich komme mit denen schnacken, ich komme mal ein bisschen was mit denen austauschen. Und das ist für mich das Wichtige, die Erfahrung einfach mitzunehmen. Sehr sympathisch. Und man hatte wirklich jederzeit das Gefühl, man ist auf Augenhöhe. Ja. Und ihr sowieso, ihr Fußballer. Also ja, wie gesagt, eine ganz spezielle, tolle Atmosphäre. Ja, sehr auf exklusiv jeden Fall. Das Ganze. Und ja, jetzt ist es für dich erstmal vorbei. Mhm. Wie sieht es denn aus? Könntest du dir vorstellen, nochmal teilzunehmen? Ist das überhaupt möglich? Wie sieht das in der nächsten Saison also, aus? Also es gibt eine nächste Saison, die wird kurz nach der EM starten. Und Gespräche wurden auf jeden Fall schon geführt. Also man hat auch, oder ich habe mein Interesse darin gezeigt, dass ich sehr, sehr gerne in der zweiten Saison in der Border League mitspielen möchte, sofern es natürlich auch möglich ist. Das muss man immer begutachten. Aber von meiner Seite aus zu 10.000% und von dem einen oder anderen organisatorischen oder auch von dem CEO habe ich auch gehört, dass es ziemlich gut aussieht mit meiner Personalie. Ja, ich würde mich sehr für dich freuen. Danke, danke. Gab es denn ein spezielles Spielprozedere, was dir besonders Spaß gemacht hat? Es gab ja dann dieses 1 gegen 1 und so weiter. Hast du dann Favoriten gehabt? Boah, ich nehme immer das 3 gegen 3 sehr gerne raus. Das ist sowas, was einem deutlich mehr ins Auge steht, wie jetzt am Ende so ein 1 gegen 1. Ja, von Tor zu Tor hat man früher auch gespielt, aber das nimmt dann schon ganz, natürlich kann es ein Gamechanger sein, wenn da einer ist, der da gute Fackeln drücken kann. Bestes Beispiel der Philipp Simon damals, wo wir dann noch verloren haben in diesen 3 Minuten am Ende. Aber sonst an sich hebe ich für mich den 3 gegen 3 Gamechanger doch sehr heraus. Mhm. Das ist Powerplay, das ist schnelles Umschalten, ganz, ganz wichtig, weil in der Defensive ist man als Torhüter doch eher reingekommen als in der Offensive. Sondern schnell raus, der nächste rein und wenn du da mal schnell schaltest, kannst du auch ein Tor schießen, habe ich auch geschafft. Und den finde ich schon mit am besten. So, und jetzt geht es für dich aber wieder in den normalen Modus. Du bist ja bei Rot-Weiß Koblenz Torwart. Genau. Ist das jetzt ein Umschalten für dich? Macht das genauso viel Spaß? Wie würdest du es beschreiben? Es macht genauso viel Spaß. Hauptsache, man kann Fußball spielen, man ist gesund, man ist fit. Und es war ja auch schon die ganze Zeit während der Border League so. Also montags hat man sich auf die Border League fokussiert und dann ist man dienstags direkt wieder ins Mannschaftstraining gestiegen und hat sich auf den Gegner am Wochenende vorbereitet. So, und dann, wenn man jetzt sagen wir mal Samstag gespielt hat, Sonntag hat man den Tag regenerativ verbracht, ist vielleicht nochmal laufen gegangen, ins Fitnessstudio gegangen oder so und am Montag ging es in die Border League. Mhm. Und so war die ganze Zeit ja schon das Prozedere. Jetzt steht halt der volle Fokus auf die Liga. Bis zum Ende und dann mal schauen, wo der Weg hinführt. Du bist ja ursprünglich aus dem Norden und jetzt hier bei uns in Koblenz gelandet. Wie hast du dich eingelebt und wie fühlst du dich und wo hängst du ab, triffst Leute? Wie sieht es aus, dein Alltag hier in Koblenz? Der Alltag, ja, ich gehe zur Arbeit und ich habe mich hier tatsächlich sehr gut eingelebt. Also die Stadt Koblenz, sehr, sehr schön, kann ich immer wieder nur betonen.
gerade mit den ganzen Seen, die Flüsse, etc., das Deutsche Eck, da verbringe ich tatsächlich sehr viel Zeit. Gehe sehr gerne spazieren, auch mit meinen Jungs einfach mal in die Stadt gehen, sich irgendwo hinsetzen, einen Tee, einen Kaffee trinken. Also die Altstadt, Deutsche Eck, das muss ich schon alles sehr hervorheben, weil es aber auch sehr viele Verbindungen zu Bremen gibt, gerade so an der Weser, an der Schlachte, sagt man in Bremen. Und da gibt es schon sehr viele Parallelen. Sehr schön. Und du bist ja Torwart mit Leib und Seele. War das schon immer dein Ziel, im Tor zu stehen? Oder hast du dir auch mal vorstellen können, irgendwie als Stürmer aktiv zu sein? Auch früher natürlich. Man hat immer davon geträumt, Tore zu schießen. Da muss ich ganz ehrlich sein. Es gab jetzt nicht den Aspekt, dass er, oh, ich habe voll Bock, ins Tor zu gehen. Das kam tatsächlich damals sehr zufällig, da von meinem Cousin, der Vater damals unser Trainer war. Wir sind dann, ja, ich habe bei ihm gepennt und sind dann Samstag, Sonntag früh auf den Bolzplatz gegangen bis mittags. Und dann kam er uns zum Essen holen. Ich stand im Tor und habe mich in jeden Ball geschmissen. Und dann am nächsten Training war unser Torwart nicht da. Und dann sagte er zu mir, du Pascal, hast du Bock ins Tor zu gehen? Ich sage, ja, kann ich machen. Und dann ist es halt nur dadurch aufgefallen, dass ich keine Angst vor dem Ball hatte. Und mich habe nicht nur abschießen lassen quasi. Mhm. Ja, und dann fragt er mich nach dem Training, ob ich im Tor bleiben will. Und seitdem ist das so. Und da hat er, ja, nicht ganz schlechten Riecher gehabt, sag ich mal. Sehr gut, ja. Also keine Angst vom Ball ist auf jeden Fall ein Ding, was du da durchgezogen hast bei der Baller League und auch weiterhin bei Rot-Weiß Koblenz. Zum Schluss kannst du mir noch deine Pläne und Ziele für die Zukunft verraten. Also ich würde mich, sehr freuen, wenn wir uns bei der Baller League wiedersehen. Natürlich, würden. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Ziel. In der zweiten Season bei der Baller League anknüpfen, auch an der Leistung. Und persönliche Ziele so hoch, wie es geht. Also jetzt, ich sag mal, fußballerische. Ich möchte nie sagen, ich habe es nie versucht. Also ich möchte alles versuchen, um so hoch wie möglich zu kommen, aber auch realistisch dabei bleiben. Ja. Und privat gesund bleiben, viel Zeit mit der Familie, viel Zeit mit den Freunden. Dass alles drumherum sorgenlos ist und das wäre schon ein Traum. Sehr schön. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Danke, vielen danke, herzlichen Dank. Sehr, sehr sympathisch. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und wir, liebe Zuschauer, machen jetzt weiter mit dem Nachrichtenüberblick.